Jahr für Jahr sind Zehntausende Männer davon betroffen und dann stellt sich eine Frage, wie sieht's aus? Hat der Tumor bereits gestreut oder nicht? Was die Patienten dann erwarten, ist Gewissheit und Sicherheit, nämlich dass es keine Streuung gegeben hat. Die Ärzte erwarten unkomplizierte, schnelle Termine für ihre Patienten. Sie erwarten natürlich auch, dass es eine zuverlässige Diagnostik ist und die auch wenig belastend für die Patienten ist. Dies macht möglich ein neues Produkt, das wir hier in Freiburg erstmals jetzt eingesetzt haben und damit auch deutschlandweit ganz weit vorne liegen oder sogar einer der ersten natürlich sind, die das einsetzen. Das ist Locametz von Novartis Radiopharmaceuticals, die es angeboten hat. Und das ist ein Produkt, was eben tatsächlich beim PET-CT im Rahmen einer PSMA-PET-CT-Untersuchung ermöglicht, dass Tumorzellen, die Prostatakarzinome sind, detektiert werden können. Wie eindrucksvoll die PET-CT-Bildgebung ist, das sehen Sie jetzt hinter mir an diesen Bildern. Sie sehen hier tatsächlich diesen Befund über meiner Schulter bei meinem Finger. An dieser Stelle ist sehr gut mit der Strahlentherapie lokal eine Kontrolle der Tumorzellen möglich. Ich habe Neues zu berichten aus dem Nuklearmedizinischen Labor hier in Freiburg. Das Kit ist echter Hightech, das ist erst zugelassen worden im Dezember letzten Jahres und verfügbar seit März diesen Jahres, also alles noch ganz frisch. Aber es ist eine wunderbare Möglichkeit, dass hochspezifisch diese Prostatakarzinomzellen, ob sie nun im Lymphknoten oder im Knochen sitzen, entdeckt werden können.